Also, wie ein Überfallkommando die Kinder abnehmen, das war eine 5-Minuten-Aktion, sauber geplant und durchgeführt. Dafür haben sie Personal gehabt. Aber die Familie wieder zurückzuführen, da sollen sie dann bitte noch mal einen Monat und noch mal einen Monat und noch mal einen Monat warten. Es ist empörend. Und ich bin zutiefst entsetzt, habe mich aufgrund dieser Umstände auch an das Landratsamt, an das Jugendamt gewendet und habe ihnen mitgeteilt, dass ich nicht glauben kann, dass es hier lediglich um eine Beschwichtigung der Öffentlichkeit gegangen ist. Ich möchte daran festhalten, zu glauben, dass es eine gerechte Gerichtsbarkeit gibt. Und ein Jugendamt, das seine Aufgaben erfüllt, zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle der Familie. Aber ich bin einmal mehr nach dieser Zeit eines Besseren belehrt worden. Dieses Jugendamt führt eine völlig eigenlogische Agenda. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind vielfach gefragt worden, was ist denn mit der Familie Furdoy passiert? Wir hatten im Februar dieses Jahres sehr ausführlich berichtet, sind dann aber aus gewissen Gründen auf Sendepause gegangen, nämlich weil ein Verfahren vor dem Familiengericht gelaufen ist, um diesen Fall zu klären. Nun, inzwischen ist einiges weitergegangen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo man in Ruhe reden kann, was inzwischen passiert ist und was der Stand der Dinge ist. Ich bin jetzt im Zoom-Interview verbunden mit Pastor Christian Thom. Christian, Sie sind Pastor des Christlienzentrums in Mannheim, sind nicht nur Pastor, sondern auch Psychologe. Und die Familie Furdoy ist ja jahrelang Mitglied Ihrer Gemeinde gewesen, bis Sie dann vor einigen Jahren nach Norddeutschland gezogen sind, wo sich das jetzige Drama dann abgespielt hat. Vielleicht ein paar ganz kurze Hinweise, worum es dort geht, für jene Zuschauer, die mit diesem Fall noch überhaupt nicht vertraut sind. Ja, also diese Familie Fordui ist eine Familie gewesen hier in unserer Gemeinde, die fest integriert gewesen ist und auch zum allsonntaglichen Bild gehörte und sehr musikalisch gewesen ist und auffällig wurde durch ihre Unauffälligkeit eine sehr herzliche, integrierte Familie, die nach Norddeutschland gezogen ist, weil die Kaufkosten für Immobilien dort günstiger sind. Und dort in der Lockdown-Zeit gab es eine räumliche Enge mit den 7 Personen, so dass die Familie auch gestresst gewesen ist. Es gab 2 PCs und alle mussten Schule. Und das hat einfach dazu geführt, dass es Stress gab und dass ein Junge, der dann sich einer Lehrerin mitgeteilt und anvertraut hat, sie möge ihm helfen. Und diese hat dann allerdings die Behörden eingeschaltet und in einem Moment wurden ihnen alle Kinder entnommen. Das Jugendamt wurde vorstellig, hat das Baby mitgenommen und alle anderen Kinder aus der Schule quasi eingesackt. Seitdem ist die Familie getrennt und seitdem ist diese Familie befindet sich auf einer Odyssee, die ihresgleichen sucht und nicht finden wird. Die Familie ist rumänischer Herkunft. Die Kindeswegnahme war im April 2021. Es gab dann im März 2022 ein Verfahren vor dem Familiengericht, wo die Eltern die Obsorge für ihre Kinder zurückerlangen wollten. Sie sind mit diesem Urteil vertraut. Was steht dort drin und was ist dann tatsächlich passiert? Ja, also erstmal muss man sagen, dass es sehr, sehr bedauerlich gewesen ist, wenn auch nicht ganz und gar unüblich, dass sich Verfahren so lange hinausziehen. Aber wir haben doch zunehmend den Eindruck gewonnen,
dass das Management des Jugendamtes auf der einen Seite ziemlich primitiv und zweitklassig abgelaufen ist. Es gab unglaublich viele Fehler im Umgang mit der Familie Fodui zum einen. Zum anderen Gutachten erstellt worden sind, die das Papier nicht wert waren, auf dem sie gedruckt gewesen sind. Und es dann doch letztlich der öffentliche Druck war, der schließlich hier Bewegung in die Sache gebracht hat. Das finde ich, zumindest emotional habe ich den Eindruck gewonnen, schon ziemlich peinlich für eine Kommune, für ein Landratsamt, das hier federführend gewesen ist. Zu dem öffentlichen Druck wäre noch zu sagen, da haben auch die Videoproduktion, die wir damals gemacht haben, nicht unwesentlich beigetragen. Wir haben deutlich über 200.000 Zugriffe. Das heißt, das Ganze hat sich in diesem Fall im deutschsprachigen Raum, aber auch international, hat das sehr, sehr große Aufmerksamkeit auf sich gerufen und auch zu großen Protesten in vielen Städten der Welt geführt. Ja, richtig, genau. Denn die Community um Familie Fodui und an diesem Drama teilzunehmen und auch zu protestieren, ist durchaus nicht nur in der Kommune, dass das da stattgefunden hat oder in der christlichen Community hier bei uns in Mannheim, sondern diese Bewegung ist tatsächlich weltweit, die sich aufgemacht hat. Und Walsrode bzw. Bad Fallingbostel zu einem traurig berühmten Ort geworden ist und auch immer noch wird. Und das wird sicher vermutlich auch so weitergehen. Aber dieses Familiengericht hat dann glücklicherweise zum Ausdruck gebracht, dass die zwei ersten Kinder heimkommen sollen und das auch zeitnah. Es stand dann so ein Zeitraum von 14 Tagen, 3 Wochen im Raum. Das war also in der schließenden Februarzeit. Aber die Kinder waren weder Anfang noch Ende April zu Hause. Es zog sich, denn so schnell kam das Jugendamt nicht nach und man hat auch nicht den Eindruck gehabt, dass das eine besonders wichtige Aktion gewesen wäre. Und erst auf externen Druck hin kam dieses Jugendamt langsam in Bewegung. Der Hinweis des Jugendamtes an die Eltern, die sehnlichst die Kinder gewünscht haben, war dann immer der, so schnell geht das nicht. So schnell, da müssen Sie noch ein bisschen abwarten. Also wie ein Überfallkommando die Kinder abnehmen, das war eine 5-Minuten-Aktion, sauber geplant und durchgeführt. Dafür haben sie Personal gehabt. Aber die Familie wieder zurückzuführen, da sollen sie dann bitte noch mal einen Monat und noch mal einen Monat und noch mal einen Monat warten. Es ist empörend. Und ich bin zutiefst entsetzt, habe mich aufgrund dieser Umstände auch an das Landratsamt, an das Jugendamt gewendet und habe ihnen mitgeteilt, dass ich nicht glauben kann, dass es hier lediglich um eine Beschwichtigung der Öffentlichkeit gegangen ist. Ich möchte daran festhalten zu glauben, dass es eine gerechte Gerichtsbarkeit gibt und ein Jugendamt, das seine Aufgaben erfüllt, zum Wohle der Gesellschaft und zum Wohle der Familie. Aber ich bin einmal mehr nach dieser Zeit eines Besseren belehrt worden. Dieses Jugendamt führt eine völlig eigenlogische Agenda. Wir leben ja in einem Rechtsstaat, was sich zumindest daran zeigt, dass das Familiengericht gesprochen hat. Es gab also dort den Teilerfolg, dass zumindest zwei Mädchen, das sind namentlich die Estera und die Natalia, zu ihren Eltern zurückkehren durften. Die sind auch inzwischen zurückgekehrt, sind wieder bei ihren Eltern. Aber gleichzeitig war ja auch die Rede davon, was wird mit den anderen Kindern? Gab es dort eine behördliche Aussage dazu, eine gerichtliche Aussage dazu? Und wie haben sich Jugendamt und sonstige Behörden dazu gestellt? Ja, also... Gleich mehrere Hinweise auch hierzu. Die Kinder sind natürlich eine organische Einheit. Und wir wissen, bei größeren Familien entwickeln sich altersbezogene Koalitionen. Also Leute, Geschwister, die mehr miteinander zu tun haben, Geschwister, die weniger miteinander zu tun haben. Und hier sei mal an der Stelle angeführt,
dass die großen Mädchen, deren drei hier vollkommen aufgebrochen worden sind. Zwei Mädchen sind nach Hause gekommen, eins der größeren Mädchen musste im Heim bleiben und leidet seitdem schmerzlichst und das bricht einem das Herz. Darüber hinaus sind die Kinder gesamt geografisch getrennt worden. Man hat also alle Kinder voneinander getrennt, wo sie doch bisher immer noch sich zumindest als Geschwister gehabt haben, weil man diese Kinder definitiv umerziehen möchte. Man möchte nicht, dass sie so in diesen Kontexten, in diesen familiären Kontexten bleiben und sich entwöhnen. Auch das führt zu einem großen Maß an Leid bei den Einzelkindern. Die Aussage des Gerichtes war dann, dass zwei Jungs unter Umständen wieder heimkommen dürfen. Und hierfür gab es eine gerichtliche Auflage für ein Anti-Aggressionstraining. Ich will das mal so kurz darstellen. Das heißt, das Gericht wünscht, dass 25 Stunden absolviert werden. Und die Familie ist nicht nur dazu bereit, sie würden auch gerne mehr machen, also das Ehepaar, sie würden auch gerne mehr machen, aber sie können sich nicht irgendeinen Psychologen oder irgendeinen Therapeuten aussuchen, sondern es muss jemand sein, der eine besondere Zertifikation besitzt. Da würde man ja davon ausgehen, dass es dann die Aufgabe der Behörden ist, eine solche Person bereitzustellen als Unterstützung der gerichtlich angeordneten Maßnahmen. Das wäre doch das Selbstverständlichste. Ganz genau. Also sowohl die Namensfindung, die Therapeutenfindung, als auch die Finanzen. Aber ich erlebe Familie Fodoy oder Ehepaar Fodoy immer wieder durch alle 15, 16 Monate hindurch als desinformiert und sich selbst überlassen. Ja, und was diese Therapieauflage betrifft, hat das Gericht in Aussicht gestellt, dass wenn die Hälfte dieser 25 Stunden absolviert sind bis Oktober, dass sie dann ins Gespräch miteinander kommen können, um eine weitere Rückführung von Kindern zu bedenken. Das Chaotische daran ist, dass der Therapeut, der genannt wurde, mitgeteilt hat, dass er bis Oktober 2 bis 3 Stunden zur Verfügung stellen könnte und die noch nicht mal in Präsenz, sondern unter anderem auch nur im Online-Modus. Das heißt also, von der Effektivität her weiß ich, das ist nicht nur zweitklassig, das ist drittklassig, das ist lächerlich, am PC zu sitzen und ein paar Sachen dazu sagen. Dazu braucht man keine besondere Zertifikation. Und das könnte jeder andere Therapeut im Rahmen eines Tages, eines Wochenendes oder einer Woche deutlich effektiver durchführen. Aber er muss eben über diese Zertifikation verfügen. Ich habe dann etliche Psychotherapeuten, Psychologen, sogar Professoren und Schulleiter gefragt, die Professoren der Psychologie sind, die allesamt nicht über diese Zertifikation verfügen und deswegen nicht in Frage kommen. Und bei denen hätten sie ein ganzes Wochenende arbeiten können. Und das wäre deutlich effektiver gewesen. Oder auch bei mir. Aber all das ist eben nicht möglich. Hier sprengen diese behördlichen Auflagen die normale bürgerliche Praxis völlig auf. Und wenn Fodois darauf hinweisen, das Jugendamt, dann ist es nicht deren Problem. Und wenn Fodois den Therapeuten darauf hinweisen, dann ist das nicht sein Problem. Und sie werden dann einfach nur von A nach B geschoben und institutionalisiert, wie wir in Deutschland sind, ist dann niemand zuständig und niemand haftbar. Ähnliches haben wir schon erlebt während der Gerichtsverfahren. Es gab ja einen mehrfachen Wechsel der Anwälte, die die Familie unterstützt haben. So wie ich das am Rande mitbekomme, haben die dann fast auch das Handtuch geworfen, weil das eine aussichtslose Sache war, ein Kampf mit Windmühlen, wie es mir scheint.
auf der juristischen Seite. Und das Gleiche scheint sich auch bei den Behörden abzuspielen. Das heißt, die Familie hat derzeit keine praktische Unterstützung, auch keine eigene psychologische Unterstützung. Ich kann mir vorstellen, dass sie ja schwer traumatisiert sind. Gleiches würde jetzt für die Mädchen gelten, die bereits zurückgekommen sind. Auch dort würde man jetzt normalerweise erwarten, dass da etwas getan wird. Ist es richtig, dass das so eine völlige Nichtunterstützung ist? Ja, also es gibt eine Familienbegleitung und die ist offenbar auch gelingend und herzlich, aber das Gesamtdrama kann diese Person natürlich nicht auffangen. Ich habe vor einigen Wochen die Familie Fodui besucht und habe also den Vis-à-vis-Kontakt gehabt und habe die beiden Eltern als zutiefst gebrochen erlebt. Ich persönlich glaube, so auch ihr eigener Hinweis, dass der Glaube an Jesus Christus ihnen viel Trost und viel Kraft gibt und sie leiden mit all den Personen, denen es ähnlich geht im Kreis Vallingen-Bostel, wie ihnen. Aber sie fühlen sich immer noch getragen durch die große Community, die Anteil nimmt und durch viele, viele Privatpersonen, so wie ich und wie Sie, die also hier noch für Unterstützung sorgen. Das ist ein großer Trost. Ansonsten sind diese Eltern müde, zutiefst frustriert und entsetzt über das, was hier in Deutschland möglich ist. Und ja, auch das stimmt. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mit Rechtsanwälten spreche, Jugendamt, Rumänen, vergiss es. Also dieser Hinweis, der hat sich wiederholt und ist eingängig für mich geworden. Das scheint irgendwie eine aussichtslose Sache zu sein. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn das Jugendamt irgendeinen Gedanken verfolgt, das muss nicht geprüft werden, da muss die Lackprobe nicht gemacht werden. Die sagen das, wie es ist, und dann ist das so. Und das Gericht nickt das ab und ist einverstanden, winkt die Sache durch, sind logischerweise ja auch keine Psychologen oder Kinderpsychologen, winkt die Sache durch und ich bin einfach total entsetzt. Und auch die Presse nimmt nur im geringen Umfang diese ganze Geschichte auf. Niemand möchte sich's offenbar verderben und hier für eine Sache eintreten, die unter Umständen für einen Knieschuss sorgen könnte. Nun in diesem Fall, so weiß ich mit Sicherheit, wäre das kein Knieschuss für uns oder für die Familie Fodui, sondern für das Jugendamt. Ja, da steht natürlich jetzt schon die Vermutung im Raum, dass da mehr dahinter steckt. Vor allem scheint es ja auch so zu sein, dass hier ein versteckter Rassismus dahinter steht im weitesten Sinne, dass hier Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden, in diesem Fall rumänischsprachige Mitglieder einer Freikirche, die dann wahrscheinlich als Fundamentalisten mal unter einen Pauschalverdacht kommen, der auch gar nicht weiter geprüft wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine ähnliche Vorgehensweise gegen eine andere Familie stattfinden würde. Sagen wir eine afghanische Familie zum Beispiel, die als Immigranten zu uns gekommen sind. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen von den Behörden? Ja, also die Familie Fodui hat immer schon die Auflage erhalten, dass sie nicht rumänisch mit den Kindern sprechen dürfen. Das Rumänisch ist absolutes No-Go. Sie müssen Deutsch reden. Die Mutter kriegt es ganz gut hin. Der Vater muss sich sehr, sehr mühen, um Deutsch zu sprechen. Er kann emotional nicht wirklich an den Gesprächen teilnehmen. In den zurückliegenden Monaten haben sie tüchtig Deutsch gelernt, um das etwas zu weiten. Aber am Anfang, besonders in der Anfangszeit, ihnen wurde von jeher, von Tag 1 aus, das Rumänisch sprechen verboten. Und wenn diese Auflage nicht gefolgt wird, wird das Gespräch sogleich unterbrochen und dann kriegen sie einen Minuspunkt in ihrer Agenda und dann müssen sie mal gucken, ob der nächste Termin nicht länger dauert. Es ist haarsträubend, was sich dieses Jugendamt herausnimmt.
Ja, es ist leider ja auch nicht der erste Fall. Der Fall der Familie Botnariu, auch in diesem Fall Rumänen, auch in diesem Fall Mitglieder einer Freikirche, hat ja international große Wellen geschlagen. Das war ein ähnliches Strickmuster. Der ist damals relativ schnell abgegangen oder relativ schnell war eine Kinderzurückführung möglich. Jetzt im Vergleich zu den ewig langen Monaten, die der Fall Fuduy sich schon hinzieht. Das ist aber dann vielleicht auch eine Botschaft an manche andere Ausländer in unserem Lande, die sich auch betroffen fühlen, jetzt bedroht fühlen, dass ihnen Gleiches passieren könnte. Richtig, ja, also so ist es. Und mittlerweile, weil die Familie Fordui auch eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, haben sie viele Kontakte zu anderen Eltern erlangt, die sie also aufsuchen und versuchen quasi über die Familie Fordui Trost zu erhalten. Das muss man sich mal vorstellen. Und besonders auch aus dem Großraum Fallingbostel. Und da gibt es ganz, ganz interessante Fälle. Im Übrigen sprach ich ja vorhin von einem Professor, der selber auch Gutachten schreibt im kinderpsychologischen Bereich, der ein Lied davon singen kann, was das Gutachtenwesen in Deutschland betrifft und sagt, dass er schon des Öfteren Auseinandersetzungen mit dem Jugendamt in Deutschland gehabt hat und dass es Fälle gibt, wie den Fall Fordui, die er als ganz ähnlich beschreiben würde. Ja, also so sieht es aus. Ihre Gemeinde ist ja zweisprachig, einen deutschsprachigen und einen rumänischsprachigen Teil. Das heißt natürlich neben Gemeindemitgliedern bei Ihnen sicherlich sehr Anteil daran. Wie reagieren die? Ja, das ist interessant. Also die rumänische Community, die Deutsche brauchte sehr lange, um überhaupt emotional mit einzusteigen. Es waren ein paar Geschwister, ein paar Leute aus der deutschen Gruppe, die sehr herzlich verbunden gewesen sind, gleich von Anfang an und gedacht haben, es kann doch nicht wahr sein, dass man 5 Kinder einfach so einkassiert und das war's. Aber es dauerte etliche Monate, bis die deutsche Gruppe realisiert hat, was hier abgeht. Und mittlerweile sind alle daran interessiert und möchten regelmäßig geupdatet werden. Aber die rumänische Gruppe war natürlich von Anfang an betroffen und entsetzt und auch im Widerspruch begriffen. Aber es hat ihnen auch Angst gemacht. Das war von jeher der Fall. Sie konnten nicht verstehen, warum das möglich ist in Deutschland. Und ich bin immer wieder angefragt worden, nicht nur aus Mannheim, sondern aus ganz Deutschland, von der rumänischen Gruppe. Ich habe mit vielen Rumänen in Deutschland zu tun. Und nach der Gerichtsverhandlung 2 Kinder nach Hause kommen sollten, und nicht nach Hause gekommen sind über 2 Monate oder fast 3 Monate hinweg. Und dann eben nur die 2, die anderen nicht. Und vor allen Dingen das Baby, das mittlerweile ein Kleinkind ist, nicht mit den harschen Aussagen, das sich durch die ganze Zeit hindurch webt, dass die Kinder sowieso nicht nach Hause kommen dürfen und all so ein Zeug, was da geredet wurde in den Heimen, durch das Jugendamt, hat dazu geführt, dass Rumänen, die hier in Deutschland sauber integriert sind, zurückgewandert sind nach Rumänien, weil sie Angst haben vor den deutschen Behörden und kein Vertrauen mehr darin haben und Sorge haben, dass ihnen in irgendeiner Weise Ähnliches passieren kann. Und das sind nicht nur rumänische Familien, die, ich sag mal, so einfacherer Natur sind im Bereich der Feldarbeit, sondern da ist ein Firmenbesitzer dabei mit 20, 30 Angestellten, da ist ein Ingenieur dabei mit einer jungen Familie, sehr modern eingerichtet und sehr eloquent aufgestellt. Also es sind etliche Familien in den letzten Monaten zurück nach Rumänien gewandert, weil sie es satt haben und Angst haben, dass ihnen Gleiches passieren könnte und setzen ihren Protest von Rumänien aus weiter fort. Zu dieser Sache gibt es sicherlich noch sehr viel zu sagen. An dieser Stelle nur ein kurzer Hinweis. Am 18. September wird die nächste große Demonstration in Walsrode sein.
sind auch internationale Proteste weiterhin geplant. Wir werden weiter berichten. Und ich möchte mich für einen Moment verabschieden von Ihnen, Pastor Christian Thom. Vielen Dank für das Gespräch heute. Es gibt weitere Themen, die wir noch vertiefen werden. Daher, liebe Zuschauer, abonnieren Sie diesen Kanal, bleiben Sie dran. Sie werden in Kürze weiteres hören über den Fall der Familie Furudui aus Walsrode im Niedersachsen. Für heute danke fürs Zuschauen.